Yo, hier ist Basti von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen in den 90er Jahren, genauer gesagt 1994, denn da kam dieses coole Set auf den Markt. Es ist die mobile Polizeieinsatzzentrale. Man könnte auch sagen, der Polizeisattelschlepper mit Geheimdienstlabor. Abhörzentrale. Also es geht auf alle Fälle ganz schön ab. Und ich habe euch dieses Set mitgebracht. Wir gucken uns das mal an. Den Karton, die Anleitung, die Figuren, das Auto, also in dem Fall den Truck. Und ich würde sagen, es ist Review-Zeit. Los geht's. Zuerst, euch fällt gleich auf, der Tisch ist relativ voll, ja, obwohl das eigentlich ein relativ überschaubares Set ist. Zumindest für heutige Verhältnisse, es sind so knapp über 320 Teile, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, noch 322 Teile. Und dafür geht schon eine ganze Menge ab. Also, wir werden das gleich mal sehen. Man kann da wirklich richtig cool mit spielen. Als erstes fahre ich mal den Truck ein Stück zur Seite. Die Figuren stehen schon gut platziert an der Seite. Die Anleitung schiebe ich mal ein bisschen zur Seite und wir gucken uns als allererstes mal die Box an. So, das ist eine blaue Lego-Systembox, wie sie ganz typisch war für Anfang der 90er Jahre. Schon das Cover erinnert uns an die 90er durch diesen, ja, sag ich mal, sehr grafischen Stil. Wir haben jetzt hier im Hintergrund nur angedeutet Wolkenkratzer und was ganz klar zum Vorschein, was ganz, ganz klar im Zentrum steht, ist natürlich diese mobile Polizeieinsatzzentrale. Und ich finde, das ist ganz cool inszeniert. Die Box hat hier so ein paar Lagerschäden. Die ist vorne auch ein bisschen eingedrückt. Das liegt halt einfach daran, dass diese Boxen schlecht gelagert wurden. Also ich habe das schon öfter bei Boxen erlebt. Man hat dann so einen Innenkarton und an der Stelle, wo der Innenkarton ist, nämlich hinten und an der Seite ist es stabil, in der Mitte geht es dann so runter und das wird dann falsch gelagert. Vielleicht haben die Leute auch hier Bücher draufgelegt und dann kriegt es so ein bisschen so eine Delle. Ich mache das dann immer so, dass ich, und das hilft mitunter, dass ich den Innenkarton dann einfach falsch rum reinmache. Ne? Also eigentlich ist der ja hier falsch rum drin, für eine gewisse Zeit. Und dann dellt sich das wieder ein bisschen aus. Also bei dem Karton war es auch tatsächlich so, dass der noch mehr durchhing. Moment, jetzt geht es gar nicht mehr richtig rein. Dass der ein bisschen mehr durchhing und sich jetzt schon wieder ein bisschen entspannt hat. Man das durchaus aber an diesen Stellen hier sieht, dass der ganz schön ja, Hängematte war. Ja. Und wie gesagt, mit dem Trick könnt ihr das ganz gut machen. Man kann sogar, wenn man das noch im Hinterkopf behält, so auch ganz cool wieder die Teile und sowas oder auch das Set reinschieben. Man muss bloß dann dran denken, dass wenn man es aufmacht, wenn man das dann so rumlagert, dass einem das alles entgegenfällt, wenn man es so aufzieht. Ja, so. Aber das ist ein ganz guter Trick, um durchhängende Kartons wieder ein bisschen in Form zu bringen. Und ja, an sich bin ich aber trotzdem ganz zufrieden. Ich persönlich habe diese Box oftmals nicht gesehen. Also wenn man da mal bei eBay oder eBay Kleinanzeigen guckt, sieht man meistens eigentlich nur das Modell mit der Bauanleitung. Die Box habe ich persönlich seltener gesehen, deswegen war ich ganz froh, dass ich die jetzt bekommen habe. So. Hier oben ist auch Lego-System. Hier an der Seite ist auch Lego-System. So, und hier ist auch nochmal Lego-System. Hier steht sogar eine Altersempfehlung, 7 bis 12 Jahre. Würde ich komplett unterschreiben. Man könnte sogar fast sagen, 5- oder 6-Jährige können damit wahrscheinlich auch schon Spaß haben. Aber ihr werdet dann gleich sehen, es sind auch ein paar Details zu bauen, die ja für einen 5- oder 6-Jährigen vielleicht noch nicht ganz so gut machbar sind. Aber spielbar ist es auf alle Fälle. Also ich hätte das auch mit 5 oder 6 schon zusammenbauen können. Und bis 12, da gehe ich komplett mit. Es ist halt wirklich ein sehr, sehr schönes Spielset. So. Und jetzt schauen wir uns mal die Rückseite an. Und wie wir das kennen von 90er Jahre Lego oder auch von 80er Jahre Lego, auf der Rückseite sind total coole alternative Bauvorschläge. Ich komme mal noch ein kleines Stück näher. So. Und die Hand, die ist schon ganz unruhig, denn hier oben, das gefällt mir total gut. Das ist so eine Art, wie könnte man das beschreiben? Das ist so eine Art Einsatzfahrzeug für Demonstrationen oder so. Da fehlt eigentlich oben nur noch so ein Wasserwerfer. Ich finde, das Ding sieht total genial aus. Auch vorne mit dieser Scheibe da,
Sechs Noppen breit, wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe. Sechs Noppen breit, genau. Das ist irgendwie total cool. Das sieht fast aus wie so ein gepanzertes Fahrzeug, ja. Aber auch die anderen Sachen sind ganz cool. Und was ich auch ziemlich lustig finde, ist, dass hier insgesamt auch mit diesem Polizeimotiv sehr gut gespielt wird. Denn hier haben wir zum Beispiel auch so eine Schranke, ja. Es könnte auch Sicherheitsdienst sein. Da haben wir so eine Schranke mit so einem kleinen Wärterhäuschen und hier rollt einer vorbei. Hier haben wir sogar einen Gabelstapler, ja. Also ich meine, wenn das nicht die gelebte modulare Idee von Lego ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist so cool. Ich finde, das ist so genial, diese alten Kartons anzugucken auf der Rückseite und diese alternativen Modelle sich anzugucken. Deswegen haben die für mich auch so einen hohen Wert, diese Kartons. Natürlich, weil sie teilweise auch selten sind, aber eben auch, weil das so schöne alternative Modelle sind und man da so schön versinken dran. Und das, ja, ich wiederhole mich, es heute leider nicht mehr so ist. Warum auch immer. So, und ja, also da kriegt man direkt Spaß, das Originalmodell auseinanderzunehmen und dann mal das ein oder andere B-Modell, C-Modell, D-Modell, XY ungelöst zusammenzustecken. So, ich schiebe das mal kurz zur Seite und wir gucken uns mal die Anleitung an. Ja, das ist die Anleitung. Und die Anleitung ist tatsächlich flach. Wie eine Flunder, wie wir das gewöhnt sind von alten Anleitungen. Und auf der Rückseite der Anleitung ist hier nochmal das schöne Set etwas anders inszeniert. Ja. Und dann gucken wir jetzt mal hier rein. Und da sehen wir, das geht gut voran. Ups. Da sind die Seiten halt auch richtig gut genutzt. Ja. Also da schon auf den ersten zwei Seiten sind ja komplett 12 Bauschritte am Truck. Und vorne das Motorrad wird schon zusammengesteckt. Da kommen ja nochmal 4 Bauschritte dazu. Das heißt, wir haben schon 16 Bauschritte auf einer Doppelseite. Und so geht das dann halt hier auch weiter. Ja, so. Bis dann im Endeffekt nach 24 Bauschritten das Modell fertig ist. Mir ist übrigens aufgefallen, dass hier seht ihr das? Da ist so, sind so kleine Häkchen überall in der kompletten Anleitung mit Bleistift. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Also irgendjemand hat hier einzeln, man sieht das hier vorne nochmal richtig gut, einzeln, ja, hier sind überall diese Häkchen einzeln abgehakt, die einzelnen Bauschritte. Das finde ich auch ziemlich interessant. Ich kenne das normalerweise nur von so ausgedruckten Bricklink-Listen, die man manchmal bei Modellen dabei hat, wo die Leute dann einfach die Teile verglichen haben und überprüft haben, ob die Teile da sind, und dann machen die ein Häkchen dahinter. Warum jetzt hier jemand jeden einzelnen Bauschritt abgehakt hat, weiß ich nicht. Kann man natürlich dadurch, dass es mit Bleistift ist, auch ganz gut mit einem Radiergummi wieder entfernen. Ja. Ansonsten ist die Bauanleitung in einem relativ guten Zustand und lustigerweise passt die hier auch relativ perfekt rein. Ne? Also man sieht das, die passt da richtig, richtig gut rein. So. So, bevor wir uns jetzt diesen Truck mal angucken, gucken wir uns mal die Figuren an. Und ich hole mal den Big Brick. Es werden nämlich drei Figuren mitgeliefert mit diesem Set. Und ich finde die Figuren ziemlich klasse. Und diese Figuren sind so typisch Anfang der 90er. Ihr wisst ja, seit 89, seit die berühmten Piraten, geht das jetzt hier auch ab. Boah, der ist ja knallefest, der Freund. Der will nicht runter von seinem Schemel. Das ist übrigens so ein cooles Polizeimotorrad. Drucke, ja. Das Set verfügt hauptsächlich über Drucke. Aber da gehen wir dann nochmal drauf ein. Das finde ich nämlich ziemlich cool. Auch an vielen Stellen Drucke, wo heute Sticker verwendet werden würden. Das war damals noch ein bisschen cooler. Was wollte ich sagen? Genau, seit 89, seit es die Piraten gibt, gibt es ja sehr individuelle Gesichter. Also individueller noch als vorher. Vorher war das ja nur Punkt, Punkt, Smiley Strich. Und seit 89 gibt es ja sehr individuelle Gesichter. Und Anfang der 90er hat Lego das auch sehr exzessiv betrieben dann und auch ziemlich lustig betrieben. Und wenn man sich jetzt hier mal die Freunde anguckt, dann sieht man, da sind wirklich ein paar ziemlich lustige Gesichter dabei rausgekommen. Das ist typisch Anfang der 90er, ja. Also zum Beispiel hier dieser Typ mit dem Stachelbart und der Brille, total cool. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der auch in der Hot Rod Werkstatt dabei, die ich euch schon vorgestellt habe. Die kam übrigens auch 94. Dieses Set kam ja 94 raus. Und da im gleichen Jahr kam auch die Hot Rod Werkstatt. Ich hoffe mal nicht, dass die Leute der mobilen Einsatzzentrale die Leute in der Hot Rod Werkstatt bespitzelt haben. Ja?
Thema illegales Tuning und so. Also, wissen wir nicht. Mal zurück hier. Ich schweife schon wieder ab. Ansonsten, der Typ in der Mitte hat einen ziemlich lustigen Schnauzbart. Ja? Also simpel, aber cool. Und der andere Dude, der Motorrad-Dude mit dem Helm, der hat eine Brille. So. Und die Torsos sind ziemlich cool. Am coolsten finde ich diesen Typen hier vom Torso her und auch vom Cap her. Schwarzes Cap mit Police oben drauf. Das ist wirklich, ich halte euch das mal noch ein bisschen näher ran. Das ist wirklich richtig cool. Also, das ist wirklich ein stylisches Outfit. Das ist ein cooler Cop. Ja, also Anfang der 90er, wenn ich dieses Set gehabt hätte als Kind, ich hätte definitiv Cop werden wollen. Und auch auf dem Helm hier oben, ich mach mal Visier runter, ist oben ein Polizeischriftzug. Übrigens, viele Grüße an der Stelle nochmal an Andy und vielen Dank. Der hat mir nämlich bei den Figuren weitergeholfen. Ich habe das Set zwar mit Box bekommen, aber was gefehlt hat, waren zwei Figuren, nämlich die beiden Freunde. Und das Motorrad. Und ja, einmal Crew, immer Crew. You know what I'm saying? Er hat mir dann die anderen beiden Figuren verschafft. Und er hat mir auch gesagt, dass dieser Torso relativ selten ist. Ne? Also achtet unbedingt drauf, wenn ihr dieses Set kauft, dass wirklich alle Sachen richtig dabei sind. Ich habe jetzt halt Glück. Ich habe halt einfach einen freshen Homeboy, Andy. Und der kann mir da mitunter aushelfen und kriegt dann natürlich auch von mir dann wieder was, wenn er irgendwas braucht. Hinten sind die Figuren unbedruckt, also relativ simpel. Mich persönlich stört das nicht. Ich finde das sogar ganz cool, wenn Figuren nicht komplett bedruckt sind. Ich mag tendenziell zum Beispiel auch gar keine bedruckten Beine. Das ist so eine Macke von mir. Ich mag das halt lieber, wenn die Beine einfarbig sind. Und so diese Anfang der 90er Jahre Figuren finde ich wirklich ganz lässig. So, Motorrad hatte ich euch schon gezeigt. Und jetzt rollen wir mal diesen Truck rein. Übrigens, der Typ hier, mit, den ich so cool fand, das ist der Fahrer. Also dieser Typ fährt den Truck. Sieht halt auch aus wie ein Trucker, ein Polizeitrucker. Der Typ fährt auf dem Motorrad. Das Motorrad ist dazu da, um die Flanken zu sichern, vielleicht auch die ein oder andere Ausfahrt freizuhalten, wenn dieser Riesentruck durch die Straßen rollt. Und dieser Typ hier mit Schnauzbart ist wahrscheinlich der Kommissar. Der sitzt nämlich hinten drin. Das sieht man hier übrigens auch. Also, ich brauche die Anleitung gar nicht zeigen. Das sieht man hier übrigens auch ziemlich gut auf der Verpackung. Der sitzt da hinten drin. Das ist wahrscheinlich der Oberpolizeifuchs. Ne? So. Und ich fahre jetzt diesen Truck mal rein. Und ihr seht, der Truck hat auch eine schöne Länge. Ja? Und ich fahre diesen Truck mal rein und zeige den euch mal kurz von allen Seiten. So. Und dann entkoppel ich den mal. Denn um dieses Modell, um diesen Anhänger zu einer mobilen Einsatzzentrale zu machen, muss man den natürlich erstmal entkoppeln. Und das ist ganz cool gelöst hier. Das wird einfach über so ein, also hier hinten ist ein Loch drin. Das ist hier, ne? So, das ist einfach so eine Technikplatte. Und hier ist sozusagen auch ein Technikpin. Was ich ganz cool finde, ist dieses Teil. Dieses schwarze Teil, das kannte ich vorher noch gar nicht. Das hat hier vorne nämlich noch so eine Halterung für so einen Pin. Das fand ich ganz lustig. Das hatte ich vorher noch nie in der Hand. Und was bei dem Anhänger auch noch auffällt, ist, dass hier hinten diese Achse, die ist so leicht federnd aufgehängt. Also da ist keine Federung drin, aber die ist halt so aufgehängt. Und dadurch kann man, wenn man den entkoppelt, sieht man, dass sozusagen das Rad hinten mitgeht. Das ist ein total lustiges Detail. Und dann kann man, ich drehe das mal hier so, dann kann man auf beiden Seiten durch diese kleinen Ösen und durch diese kleinen Ärmchen Stützen ausfahren. Und dann kann man den so hinstellen. Und das sieht wirklich richtig cool aus. So. Bevor wir jetzt am Trailer weitermachen, zeige ich euch noch mal ganz kurz den Truck. Ziemlich cool ist, dass der hinten breiter ist als vorne. Ja. So. Und hier sind auch so versetzte Bautechniken. Das ist ganz lustig. Moment hier so. Ja. Also hier sind so eine Jumper. Und oben sitzen dann die Platten drauf. Und dadurch wird das so ein bisschen versetzt. Und dadurch kommt auch diese Kabine hier hinten so ein Stückchen raus. Die Kabine ist übrigens nur Attrappe. Ja. Die ist komplett massiv gebaut. Ist halt schade. Bei einem normalen Truck wäre das eine Schlafkabine zum Beispiel. Ja.
Was ich sehr, sehr cool finde, ist halt auch hier das Police bedruckt. Die Policefliese ist bedruckt. Vorne der Hirschfänger oder Bärenfänger, wie das halt so ein Polizeitruck auch braucht. Der kann da auch mal durch ein riesengroßes Tor fahren. Ja, der hat da gar keinen Stress mit. So. Und an sich, ja, auch schön weiß. Ihr solltet bei dem Set auf alle Fälle auch darauf achten, wenn ihr das gebraucht kauft, dass das nicht allzu stark vergilbt ist. Das passiert gerne mal. Ansonsten, ja, ihr kennt euch ja aus. Wasserstoffperoxid, Sonnenlicht und dann wird es wieder weiß. Falls euch das mal interessiert, wir können auch gerne mal so ein kleines Tutorial machen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob das was für euch ist. Oder ob ihr euch da schon auskennt. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sich noch nicht auskennt. Dann können wir das gerne mal machen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, jetzt rolle ich den kleinen Truck mal zur Seite. So, und dann fangen wir hier vorne mal an. So, hier in dem vorderen Bereich sind diverse Absperrutensilien untergebracht. So, das kann man jetzt so abbauen. Dann stellt man das einfach so hin. Und hier sind noch so ein paar Pylonen. Die kann man so hinstellen. Es ist wirklich ein richtig cooles Spielset. Ja? Ihr seht schon, ich bin total begeistert. So, dann würde man als nächstes die große Antenne hochklappen. Die klappt man so hoch, ja, über so einen Klappmechanismus. Die liegt normalerweise, Moment, liegt normalerweise hier so. Die kann man dann hochklappen. Und die ist dann oben, wenn sie oben ist, auch komplett drehbar. Ja? Man hier so eine lange Antenne und so eine Schüssel und dann dreht sich das. Und man kann im vorderen Bereich auch noch eine Lampe, ein Lampensystem hochklappen. Das ist auch voll drehbar und auch anpassbar, wie man das möchte. Sieht ein bisschen aus wie so eine Stadionbeleuchtung. Ja? Könnte man jetzt natürlich auch irgendeine Unfallstelle beleuchten oder einen Tatort. Ja? Es kann ja auch sein, diese mobile Einsatzzentrale wird zu einem Tatort gerufen. So. Und dann muss man den Tatort natürlich absperren, man muss Kontakt zur großen Basis halten und man muss natürlich auch den Tatort ausleuchten. So. Im nächsten Step würde man hier hinten das runterklappen, würde man hier hinten das so aufklappen und dann hätte man hinten sozusagen einen Eingang. So. Und da ist zum Beispiel noch so eine Kelle, ja, womit man den Verkehr regeln könnte und noch ein Walkie-Talkie. So. Übrigens hinten auch wieder bedruckte Fliese, Police. An der Seite, diese Panels sind übrigens mit Aufklebern realisiert. Das sind, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch die einzigen Aufkleber von diesem Set. Die sind ja jetzt schon ein paar Jährchen drauf. Sieht noch ganz gut aus. Ja, also kann man auf alle Fälle so lassen. Also man sieht hier im unteren Bereich, ich weiß nicht, ob ihr das über die Kamera so seht, dass sich das so ein bisschen löst. Ja, aber das alles in allem ist das schon okay. Wenn man sich überlegt, das war ja auch mal ein Spielset und wurde wahrscheinlich auch bespielt. So. Und dann können wir jetzt hier diese Klappe öffnen. Und wenn wir diese Klappe öffnen, dann können wir da schön reingucken. Und da sind zwei Sitzplätze, die sich drehen lassen, ja, also diese blauen Sessel, die lassen sich drehen. Und jetzt versuche ich das mal so ein bisschen für euch da noch ein bisschen reinzudrehen. Ihr seht da so einen Computerbildschirm. Da ist sowohl der Bildschirm als auch die Tastatur, kann man das noch ein bisschen näher einfangen, bedruckt. So. Und man kann das auch, ich versuche das mal hier hinten, man kann das auch komplett hier drin bewegen, ja. Das ist auf so einem Scharnier festgemacht. Das ist richtig, richtig cool. So. Und wie gesagt, man kann auch diesen Sitz hier drehen. Moment, jetzt kommen die sich ein bisschen ins Gehege. Man kann diesen Sitz auch drehen und dann kann da jemand an diesem Bildschirm sitzen. Und auf der anderen Seite ist es sogar noch krasser. Guckt euch mal an, was da alles an bedruckten Teilen drin ist. Ja, da ist unten zum Beispiel so wie eine Art Verbrecherbild. Dann hat man links, drüben auf der anderen Seite, hat man noch einen Bildschirm. Unten, dann hat man ein Aufnahmeband und oben nochmal so einen invertierten Dachstein, also so einen umgedrehten Dachstein, auch mit einem Bildschirm dran. Und das ist alles bedruckt. Das sind alles Drucke. So. Und das finde ich schon richtig krass. Und also ganz ehrlich, wenn ich das gehabt hätte als Kind, dann hätte ich mich da ja total, da hätte ich da stundenlang spielen können. Und ich bin jetzt auch total geflasht davon. Eigentlich stand dieses Set gar nicht auf meiner Wunschliste. Ich bin aber wieder mal durch Zufall, wie es immer so ist, durch Zufall dazu gekommen und dachte mir, ach, das hole ich mir mal, das baue ich mal auf. Und das Bild hatte mich schon geflasht. Und dann dachte ich mir beim Aufbau,
Das ist ja genial. Also hier so 320 Steine und dann so viel Spielspaß. Und du kannst ja sofort auch überall starten. Du brauchst ja von der Sache her auch noch nicht mal eine Stadt drumrum. Du kannst ja auch hier als 10-Jähriger bei Oma auf dem Fußboden deine mobile Polizeizentrale aufbauen und kannst sofort anfangen, Nachforschungen anzustellen. Und das hat mich jetzt im Nachhinein total geflasht und ich bin total froh, dass ich dieses Set bekommen habe. Wir können ja hier auch nochmal die ganzen Dudes dazustellen. Hier noch den Herrn Kommissar. Ne? Der Fuchs und hier noch mal den Trucker, den können wir ja mal hier vorne so hinstellen. Und wie gesagt, ich bin total geflasht von dem Set. Ich hatte es als Kind nicht. Wenn ich es als Kind gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich eins meiner Lieblingsset gewesen. Ich hatte sowieso so eine Vorliebe für Polizeisets. Ganz komisch. Warum ich nicht zur Polizei gekommen bin, gut, anderes Thema. Ja, hattet ihr das Set auch? Das würde mich mal interessieren. Verbindet ihr auch Erinnerungen damit? Oder habt ihr das auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie es mir ja auch ging? Ja, so schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ich entlasse euch mit diesem schönen Bild von diesem sehr, sehr schönen Spielset, was für 12, nee, was im Moment für 7- bis 12-Jährige geeignet ist, aber auch Leute in unserem Alter können sich da durchaus begeistern, wie ihr seht, und können auch mal ein paar Minuten auf dem Schreibtisch den Alltag vergessen. Und entspannte Polizeiabenteuer erleben, sogar mit relativ coolen Polizeidudes. Ja? So. In diesem Sinne, Derek, fahr den Wagen vor. Bleibt entspannt, bleibt auf Empfang, drückt den Abo-Button, gerne auch ein Like, teilt das Video und wir sehen uns schon bald wieder. In diesem Sinne, bye bye.